Grüß euch! Hallo ihr Lieben! Wie geht's euch? Wir hoffen, euch geht's gut. Hallo Christoph, hallo Eva, hallo Goldilinde, hallo Dagmar. Ja, wir hoffen, euch geht's gut. Uns geht's gut. Ja. Wir sind heute noch ein bisschen müde. Ja, aber das ist, glaube ich, das Wetter. Ja, das aber bescheidene Wetter. Aber jetzt haben wir auch genug gehabt. Wir haben wieder Bestos produzieren müssen. Ja. Genau. Morgen geht's weiter. Morgen ist auch einiges zum Richten. Ja, und morgen müssen wir auch zu der Feuerwehr nach Junburg, gell? Ja. Die Herzerler abgeben. Ich muss jetzt dann noch eine Herzerler einstellen. Fällt mir gerade ein. Gell? Jo. Wir haben eine abgeholt. Hallo Caroline. Hallo Richard. Jo, die nächsten. Morgen ist noch Mutzerstress benannt, vor allem am Nachmittag. Samstag auch. Ja, geht das gut. Das freut uns, Adolf. Das ist das Wichtigste. Gesundheit ist das Wichtigste. Jo. Ja. Wir sind heute heute halt ein bisschen groggy. Hallo Birgit. Hey, hallo Andi. Andreas. Paket ist gut angekommen. Ja. Und es schmeckt alles voll Hammer. Das heißt, wer noch will, es gibt noch Food Factory Schokotafeln und die Pralinen natürlich. Mhm. Genau, schmeckt voll gut, gell? Ja, wir haben beim Autofahren gemuscht. Und ja, wie gesagt, morgen müssen wir zu der Feuerwehr Jungburg die Herzerl abgeben. Heute haben wir auch noch von einer, ich weiß jetzt den Namen wieder Sandra. Nicht, von der Sandra abgeholt. Die muss ich dann auch noch einposten, fällt mir gerade ein. Hallo Miro. Und ja, wie gesagt, wir bedanken uns bei jedem Einzelnen von euch. Ihr habt so super mitgemacht. Jetzt ist noch nur mehr die Feuerwehr Jungburg und Krankenhaus Knittelfeld und Jungburg. Mhm. Und wir sind voll stolz auf euch. Ihr habt alle so toll mitgemacht. Und dafür noch einmal danke, 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 danke. Ihr seid einfach die Besten. Hallo Bernd. Hallo Sabina. Was auf jeden Fall ab nächster Woche neu geben wird bei uns, ist ein Spinatpesto. Der Bernd so lieb. Aber ich habe jetzt mit dem nicht gerechnet. Mit was? Weiß ich nicht. Mit was nicht gerechnet? Keine Ahnung. Hi Schaki. Hi Schaki. Ja, es wird auf jeden Fall neues Pesto-Sorten geben. Ja, Robert. Hallo. Der Herr Jäger. Hallo sagen. Hi Gottelinks. Oder hallo Gottelinchen. Ja. Hallo Barbara. Ich brauchst du nicht mehr Hallo sagen. Hallo Michi. Hallo Michaela. Die Gottelinchen. Ja. Gestern warst du echt ein heißer Feger, Gotte. Er hat uns schon wieder live geschalten, deswegen. Hallo Roland. Mit den Grüßen habe ich nicht gerechnet. Ah. Ah. Hallo Priska. Hallo Priska, hallo Monika. Hallo Adolf, haben wir eh schon begrüßt, glaube ich. Ja. Aber es sind sicher noch ein Haufen. Zu wenig, oder? Ich weiß es noch nicht. Hallo Papa. Ich hoffe, dir geht's gut, Papa. Uns geht's gut. Ja. Wir haben heute Tomatenpesto noch produziert. Und es wird ab nächster Woche. Hallo Günther, Mitte hallo Ende nächster Woche unsere eigenen Grillsoßen geben. Genau, ja. Da warten wir nur noch auf die Flaschen. Ja, haben wir heute schon probiert, ist viel lecker geworden. Mhm. Die gibt es dann in verschiedenen Schärfegraden. Er schaltet uns schon auf den Monitor. Schau, schau. Gottfried, wir müssen leider deinen Stream ein bisschen leise schalten, weil sonst verstehen wir mir nichts mehr. Das heißt, wenn du was verstehen wir mir nichts mehr. Ja. Verstehen kannst du nichts da. Ja, aber wenn dazwischen einrennt. Also, okay. Sonst musst du dazu schreiben, mal unten. Hallo Barbara. Liebe Grüße aus dem schönen Murtal nach Kärnten. Hallo Stefan, hallo Roswitha. Ja, hallo Thomas, unser Freund. Aber wir sind schon gespannt, was zu den eigenen Pestos und Grillsoßen sagt es dann.
wir haben uns da wieder ein bisschen was einfallen lassen. Hallo Beata. Hallo aus Kärnten. Ihr Kärntner seid ja auch so geil drauf. Danke, Bernd. Sagen, du hast gestern Klasse ausgesehen. Gell, Bernd, viel cooler da ausgeschaut. Pretty Nina. Hallo, kleine Jürgen und Pretty Nina. Mach so lieb. Aber ja, wie gesagt, wir sind mir so dankbar. Ihr habt es wirklich so super mitgeholfen, alle, von Anfang an. Angefangen, ich vergiss so viel, Schatz. Ich glaube, das ist mein Alter, gell? Ja, ja. Ha? Kann sein. Fang glaube ich an. Nix frägst denn, gell? Aber geh. Darf ich nie sein. Hallo, lieber Robert. Hallo, Helene. Wie geht's denn euch? Geht's euch gut? Uns geht's gut. Wir haben auch heute Pesto gemacht. Ich glaube, der Gottfried erzählt gerade von unserem Kürbiskern-Pesto. Also, das einzige Kürbiskern habe ich verstanden. Ich schätze mal, dass er uns damit meint. Aue. Auf jeden Fall wird es viele neue Sorten geben. Wir sind gerade fleißig am Produzieren. Genau. Hallo, liebe Elke. Und wir sind schon gespannt, was zu den neuen Grüßhausen sagt. Wir haben heute die ersten Testversuche gemacht damit und die sind richtig geil geworden. Ja, wir freuen uns schon, weil wir endlich dann eine Feier machen können unten vom Geschäft und ich hoffe, ihr kommt dann alle. Dann wird's richtig abgehen, wir machen richtig Party und. In dem Fall sagen wir mal Hallo Margit beim Gottfried sein Stream, weil der hat geschrieben. Hallo Margit. Hallo liebe Claudia. Schau mir am Wochenende mal das Video an. Ja, Bernd, musst echt anschauen, das war wirklich der Hammer. Ja, Robert, es wird Zeit. Gern, Robert, hätten wir uns gefreien. Ich werde dann wieder bestellen. Gerne, liebe Priska. Auf jeden Fall werden wir die Grüßhausen in verschiedenen Schärfengraden machen und auch mit verschiedenen Früchten drin. Wir haben heute... Ihr habt gescheite Barbecues. Ja, sind wir gerade am Produzieren. Genau, hallo, also liebe Petra. Schön rauchige Barbecue-Soßen. Hallo Anna, hallo Melanie, hallo Roberto. Hallo Elisabeth. Hi Elisabeth, Schatzi, Mausi. Wir haben heute mal untertestet, die ersten, ob die Konsistenz und so passt. Und jetzt haben wir die Flaschen, die kommen... Und schmeckt voll gut, gell? Ja, voll. Wir haben mit Wild Kircherl und Curry Hallo, Mango... Hallo, liebe Katrin. Hallo, Natascha. ...gedacht haben, es kommt auch die Größe son auf uns zu. Hallo, liebe Anna. Ja, Rudi, hallo. Wir hoffen, euch geht's alle gut. Schärfe gerade, brennen die zweimal. Natürlich. Wir haben natürlich normale auch. Also wir sind jetzt noch gerade beim Testen. Wir werden auch ein, zwei Ketchup-Sorten machen noch. Nächste Woche produzieren wir dann auch noch Senf-Kaviar. Das ist was Geiles, gell? Also wenn die geil sind, aber die was so kaufen kann, können nichts. Ja, deswegen produzieren wir sie selber, weil wir sind wir da reißen sehr uns zusammen, Robert, sehr hakelig. Sehr viel Liebe und Singen dabei. Also du musst was Gutes rauskommen, hoffen wir halt. Wir geben uns Mühe. Hallo Christian. Party, 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 ich hab eh schon den Zug. Ja, klar, wieder. Hallo Natascha. Ja, wir freuen uns auch viel und wie gesagt, wenn das jetzt da alles vorbei endlich ist, dann hoffentlich... dass wir endlich unsere Party machen können und dass ihr dann alle kommt. Und natürlich auch der Gottelix. Ja, dann können wir endlich live wollen. Nein, ich habe heute mit dem Bernd schon ausgemacht. Wir malen uns alle dann eine Gesichtsmaske auf. Gibt es auch verschiedene? Ja, sind wir gerade dabei. Johannes. Also es wird was mit Thai Curry geben. Vertreibe, Elisabeth. Aber morgen nur bis 5, weil morgen müssen wir einen Haufen zustellen und wir müssen Graz fahren. Ja, danke, mir geht's gut. Für ein Studium mit der Schule, echt mühsam, alles für ihn mal dann zu kommen. Danke, dass ihr euch so einsetzt. Das glaube ich der Miro, das ist sicher eine Sache. Und bitte gerne, wir helfen gerne und wir sind mal wirklich froh, dass wir euch alle kennengelernt haben. Ihr seid einfach ein Wahnsinn. Probiert mal das Handy quer halten. Dann sieht man euch beide super. Ja, aber dann können wir nichts mehr lesen. Nein.
Wir müssen, glaube ich, endlich anfangen, über den Laptop zum Streamen. Hallo Kevin, wir hoffen, euch geht's alle gut. Oder wir starten uns aus wie der Gottfried daheim. Oh, geil. 5000 Monitore. Ja, mir tät das taugen. Ich zock ja gern. Ja. Aber du bist ja kein Zocker. Nein. Ich bleib lieber bei meinen Sachen. Und wenn wir dann die Party machen, ich möchte unbedingt Karaoke singen mit euch alle. Und ich möchte unbedingt live in Gottfried wachsen. Ja, und er die. Wird das ein Spaß? Ja, das wird sicher ein Spaß. Und es wird sicher längere Zeit dauern. Ich glaube, da wird die Nacht lang werden. Ich glaube, hallo Michaela, hallo Franz, hallo lieber Stefan, hallo Kev. Ja, so ist das. Ja, morgen ist noch ein stressiger Tag. Morgen ist viel zum Richten. Ja, Samstag auch. Morgen ist man früher weg. Samstag ist auch noch heavy. Auf dem Feiertag freuen wir uns, dann können wir endlich da einmal da machen. Morgen am Abend müssen wir noch nach Graz runterfahren. Jo. Auf das freue ich mich. Ja. Ja, jedenfalls morgen um 5:30 müssen wir in Nürnberg bei der Feuerwehr sein. Ja. Gottfried, nicht nur in die Kamera zeigen, auf mit die Streifen. Du ziehst dich so lange um, einfach auf, dann ist schneller vorbei. Bin dabei, ja super, Thomas. Voll cool. Hallo Hansi, hallo Andrea. Hallo Elke. Hallo Elke, hallo Sabine. Das Arschloch von Bergmann, 14 nicht. 14 nicht der Lutscher. Rudi, du bist so geil. Das ist ein neues Opfer zum Entwachsen, glaube ich. Das ist alles live übertragen. Ja, das machen wir, Bernd. Das wird sicher der Hammer. Das ist für dich, mein Freund. Dann haben wir aber keine Freunde mehr. Das ist ein Chef für dich, das hat dein... Hallo, lieber Walter. ...dein Angetraute extra für dich gekauft. Liebe Grüße nach Klagenfurt. Hallo, Andrea. Hallo, schönen Abend. Danke, wünschen wir dir auch. Hallo, liebe Edeltraut. Geht's euch gut? Uns geht's gut, wir haben heute Bestos brav gemacht. Die ersten, weil jetzt sind wirklich schon alle Bestos ausgegangen. Wir haben kein einziges Glas mehr gehabt. Die Biermarmelade ist wieder ausgegangen. Ja. Wir werden auch eingelegten Spargel machen die Woche. Kompote sind auch schon fast alle weg. Also wir werden wieder Vollgas produzieren. Hallo Patrick! Geht's dir gut? Was habt ihr gemacht heute? Gott, wo ist mein Kapper? Ja, der Rudi, der muss echt ans Kriegen und sonst kaufen wir mir einen Sob in Gott, ich finde Rudi. Ich hab ja, apropos Kapper, ich habe ja schon den Lucky gefragt. Phil. Hallo Phil! Der Lucky macht gerade was für uns. Gott, ich leg's Beine wachsen. Ja. Der Lucky macht gerade was für uns. Ach so, was? Es wird dann von uns Kapperler, T-Shirts und Kochschürzen geben zum Bestellen. Cool. Mit, weiß ich gar nichts davon. Mit unserem Gesicht drauf. Was, seit wann ist das? Ja, ich habe ihm gestern geschrieben. Ach so, und das erfahre ich jetzt? Überraschung. Also. Hallo Roll, hallo Sarah. Wir hoffen, euch geht's gut. Was macht ihr immer so den ganzen Tag? Ich meine, jetzt ist es eh schon lockerer geworden, alles ein bisschen. Ja, nur das Wetter ist bescheiden. Ja, leider. Also wir hoffen, dass am Wochenende das Wetter um einiges schöner ist. Weil dann hätte ich erst einen Grund, wenn ich draußen im Garten nichts arbeiten kann. Mhm. Weil wir hoffen, dass wir jetzt in den nächsten Tagen dann bald einmal mit der Feuerwehr zusammen in den Teich füllen können. Aber zuerst muss ich die Folie verlegen. Hallo Manuel. Hey. Wie geht's da? Ja, morgen freue ich mich schon früh auf 5:30, wenn wir eben die Herzerl übergeben, der Feuerwehr in Junburg. Dann ist nur mehr Krankenhaus Knittelfeld und Junburg. Und dann sehen wir eh, wie sieht das aus. Ich muss morgen einmal nachzahlen, dann die Herzerl. Sonst muss ich. Also, wir brauchen sicher noch Herzen, wenn wer noch Zeit und Lust hat. Ich glaube auch. Wir brauchen sicher noch einige. Frei läuft bei euch. Sieger, uns geht's gut, danke. Ich tu nur lernen und zeichnen. Brav, Miro.
Zeichnen tue ich auch gern. So wieder da. Okay, was? Geliten? Was? Baum. Geliten. Aber was? Weiß ich nicht. Kenne ich mich gerade nichts aus. Aber ohne Alk. Brauch Sonne. Ja, die brauchen wir alle. Ja. Den Regenwetter braucht keiner. Man, für die Pflanzen und für den Garten ist er super. Das ist schon, aber ist wir brauchen auch Sonne. Und mir zipft das voll an, weil eigentlich habe ich ja im voriges Jahr im Dezember schon Italien gebucht. Mhm. Also, aber da wird heuer nichts draus. Deswegen werden wir Urlaub im Garten machen. Genau, deswegen muss der Garten jetzt endlich einmal schön sein. Ja. Gell? Das waren braucht's in die Herzen. Ja, so wie sie kommen. So wie sie kommen, so Sabine, sie. So verteilen wir's. Ich mache auch gibt, noch eine am Wochenende. Es gibt genug Institutionen noch, was wir verteilen können, Müllabfuhr, Polizei etc. Also genau. So wie sie kommen. Kannst ja mal schauen auf Facebook, Miro. Wer noch schon dann, Miro? Danke, so bin froh, dass jetzt endlich ein bisschen Normalität kommt. Ja, das glaube ich. Wir sind auch froh, Manuel. Ja. Ja. Es ist doch stressig alles ein bisschen, gell? Ja, ich meine, das aber es ist schön, es macht Laune. Aber mir tut es für die anderen leid, ne? Ich meine, wir haben es eh gut überbrücken können, sage ich einmal, weil wir eben viel Stress gehabt haben, aber die Leute, die eben immer daheim waren und auch für die anderen Geschäftsleute, hat mir das wirklich viel leid da, ne? Weil das sind ja wirklich arm. Ich will wieder nach Spanien. Das glaube ich da, ja. Rudi. Mato, es ist so schön. Ich habe die ganzen Bilder von euch gesehen. Super, Mama. Ja, Sabine, gern. Super, Sabine, das war halt echt lieb. Energiesteuer, mal krass. Ihren Gasanschluss hat er gekriegt. Ah, cool. Was habe ich jetzt da? Auf die falsche Kamera geschalten. Wie geht das jetzt? Kamera drehen. Oh, Entschuldigung. So, jetzt sind wir wieder da. Nur für euch. Wieder nicht, so. Nur für euch. So lieb. Ja, rauch Sonne. Im Auge, mir nichts taugt. Was? Ja, wir hoffen, dass es. Mach wieder Mucke, meine Lieben. Ja, mach das, wir kommen da nicht zu dir. Ja, mach das, Gott. Weil du hast halt noch was zum Erledigen. Ja, wir werden heute früher das beenden, weil wir sind heute wirklich total fertig mit der Welt. Mir hat heute einfach nur das Wetter, das boah. Und vor allem morgen steht stressig an, weil wir müssen nehmen, Brezen richten etc. müssen wir noch weiter aber produzieren. Aber irgendwann werden wir euch überraschen und dann sitzen wir da schon aus. Ja, das sehen wir dann. Bruni und Zähnselein. Ah. Genau, ja. Barilla-Werbung. Ernst Schmidt, Barilla-Werbung. Ich mache wieder Mucke. Ja. So, heute freuen wir uns auf die Wanne. Einmal ein bisschen entspannen. Wir am Ohr. Super, Elisabeth. Rudi braucht die Beschäftigung. Voll lieb. Voll lieb von euch. Echt ein Wahnsinn. Jo. Schauen wir, dass wir morgen den Trocken umbringen. Und dann morgen am Abend nach Graz noch. Genau. Und dann einmal einen Tag frei und dann geht's nochmal mit Stress weiter. Danke, Robert. Danke. Aber wir freuen uns dann auch immer aufs Wochenende. Ja. Wo wir mal ausschlafen können. Also der Sonntag ist immer sehr heilig, das Ausschlafen, solange es geht und dann aus im Garten weitermachen. Das ist unser Ausgleich ein bisschen, das brauchen wir immer. So ist es. So, ihr Lieben. Wir werden uns jetzt kultivieren endlich. Genau. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Bleibt bitte gesund. Ja. Und wir hören uns morgen. Ihr seht uns morgen. Morgen können wir... Morgen, wenn wir Graz sind, können wir ein Live-Video machen. Ja, wir werden auf jeden Fall morgen vom Auto aus streamen, weil dann können wir die Zeit gut umbringen für uns auch. Ja. Passt. Schönen Abend noch, schlaft's gut, bleibt's gesund und bis morgen. Bis morgen, tschüss. Tschüss.